Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute in dem kurzen Video. Ich bin hier gerade auf der Plattjagd auf den Rehbock unterwegs. Möchte ich euch mal den Fjällräven Rucksack Greenland kurz vorstellen, den ich heute auf der Jagd dabei habe. Vorgestellt habe ich euch ja schon den Hellachs, den Nabisco, und heute kommt mal so ein Teil dran für Retro-Liebhaber. Mir gefällt er sehr gut, auch weil er eben aus natürlichen Materialien hergestellt ist. Er hat eine super Größe für so eine für einen Tagesausflug oder jetzt auch für so eine Tagesjagdtour. Ja, da passt alles rein, und die einzelnen Details, die zeige ich euch jetzt mal. Ja, wie ihr sehen könnt, hat der Rucksack erstmal einen Deckel, um ihn oben zu verschließen. Alles ist aus dem G1000 Material, wie auch die Jagdhosen oder die Jagdjacken von Fjällräven, sehr robust, und wenn man möchte, könnte man das jetzt auch wachsen. Zugehalten wird hier das große Fach durch einen Lederriemen, und vorne haben wir hier noch ein, zwei Taschen, die sind mit Druckknöpfen verschlossen, da passt eine ganze Menge rein. Ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Munition drin und sonstiges so Equipment. Ja, genauso auf der anderen Seite ein Verschluss mit Druckknopf. Ja, und da kann man so die Sachen reinpacken, die man eben sofort im Zugriff haben möchte. Wie ihr seht, ist hier der Rücken auch nicht abgepolstert oder sonst was, und auch die Gürtel, die hier oben sehr stabil mit Leder vernäht sind, die haben hier oben dann quasi den Haltegriff, und die sind ungepolstert und lassen sich hier schnell verstellen in der Länge. Und hier nochmal, wie gesagt, im Material G1000, genau wie die Hosen, der hat auch keine Bodenverstärkung oder sowas wie die anderen größeren Rucksack. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Da sieht man gleich hier, da ist eine Kordel, die hier mit so einem einfachen Lederverschluss, was aber sehr praktisch ist, dann einfach aufgezogen wird. Und dann öffnet sich uns quasi der Blick nach innen. Innen drin haben wir erstmal einen großen Laderaum. Dann haben wir hier noch eine Tasche mit Reißverschluss, und dahinter befindet sich hier auch nochmal so eine Tasche. Da habe ich jetzt meine Sachen verstaut, wie Mütze, Handschuhe etc. und ganz am Rücken mein Sitzkissen aus Neopren. Und es hat quasi den Vorteil, dass ich hier gleich sozusagen in der Innentasche ein Rückenpolster installiert habe. Wie gesagt, ist es ein, finde ich, sehr netter Rucksack und zünftiger Rucksack, so für die Retro-Freunde, den man sehr gerne mitnimmt, der auch trageangenehm ist und der einem auch richtig Spaß macht und der auch einiges mitmacht. Ein kleines Manko gibt es aber zu bemängeln, liebe Fjällräven. Der Rucksack nimmt eine ganze Menge auf. Den kann ich hier bis nach oben füllen. Ja. So, und dann haben wir aber das Problem hier, wenn er total voll ist, dann ist einfach dieser Lederriemen hier zu kurz. Der passt dann nicht mehr unten rein. Das heißt, wenn ich den hier runterziehe, dann verschwende ich hier eine ganze Menge Inhalt. Ja, und das ist schade. Hier das Ding 10 cm länger gemacht, und hier, es wäre dann optimal gewesen. Also ein kleines Minus gibt es für den einfach zu kurzen Ledergurt hier am falschen Platz gespart.
Ja, Freunde, Fazit für die Fans von G1000 Material und von Fjell Raven. Ja, ein wunderbares Stück. Ja. Ihr habt ja selbst gesehen, so riesige Features bietet das. Ist eigentlich so ein Teil für Liebhaber einfach der Basics und die erfüllt er alle. Ja. Und sowieso die Ansprüche an Qualität. Mir gefällt das Stück sehr gut, ja, und als Jagdrucksack gefällt er mir auch, ja, und der wird mich sicher noch auf einigen Touren begleiten. Jetzt ist die Pause vorbei und jetzt versuchen wir nochmal hier, ob jagdlich was geht. Ja. Vielen Dank fürs Reinschauen, macht's gut, euer Hans, ciao.